Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Bikepacking-Vlog. Begleitet mich auf meiner Reise mit dem Rennrad von Schweinfurt nach Athen. Und ich bin gerade aufgestanden, habe mich fertig gemacht und bin hier mitten in Zagreb und rolle jetzt gerade auf den Hauptplatz raus. Mal gucken, was der Tag so bringt. So, meine lieben Deutschen, wie habt ihr denn geschlafen? So, die Sonne strahlt und lacht und ich lache auch. 8.15 Uhr. Bisschen später als die letzten Tage, aber immer noch in Ordnung. Ich habe gerade ein bisschen Frühstück sogar noch bekommen im Hostel. Okay, Route heute. Zagreb rausfahren, dann geht es durch die Pannonische Tiefebene. Dann geht es Richtung Kostajnica, das ist dann die Grenzstadt nach Bosnien. Und dann geht es noch 80 Kilometer durch Bosnien, da wird es dann bergig. Und dann geht es nach Banja Luka rein. Hui! Bewegung kommt ins Feld. Gut, dann mache ich mal los. Raus aus Zagreb. So, jetzt macht ihr aber mal Platz hier, ne? Liebe Täubchen. Ja, was haben wir heute überhaupt für einen Tag? Ich weiß gar nicht mehr. Donnerstag, glaube ich. Wie ist es? Wir sind bei Etappe Nummer 6 angekommen. Guten Morgen aus Zagreb wünsche ich euch. Und der erste Schritt des Tages ist mal aus dieser kroatischen Hauptstadt rauszufahren. Und da breche ich auf. Und dann treffe ich zufällig hier einen Radfahrer, mit dem ich ins Gespräch komme und der mich die nächsten paar Kilometer aus der Stadt herausführt. Das war ein ganz netter Kontakt. Da rechts seht ihr ihn so ein bisschen im Bild. Und ja. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Yesterday I went across the Medvednica Mountains. Yeah. Downhill. The road back to Zagreb is very, very bad. Yeah, the road up was very nice. On the other side, from Oroslavce. Yeah. That was perfect, but the way down is bad. Yeah, it's very bad. We don't go there. Yeah. We don't like it. It can be dangerous. Yeah, it was a little bit dangerous. Yeah. Ja, da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe ihm dann erzählt, dass ich ja gestern aus Graz nach Zagreb gefahren bin und dann bin ich ja über diesen Sljeme, den Hausberg von Zagreb gefahren und dann da runter. Diese Abfahrt, die ich da hinter mir hatte gestern, die quittierte er als sehr gefährlich. What's your name? Kruna. You? Kruna. Kruna? Yeah. Like the currency, no? Very similar. Alex. Ja, sein Name ist Kruna und das klingt so ähnlich wie die kroatische Währung, die heißt nämlich Kuna. Und im folgenden Teil habe ich dann noch so ein bisschen über meine Routenplanung und meine Reise erzählt. I never know what is expecting me. Yeah. Every country is a little bit different, so especially in the eastern ones, I tend to use the big roads, because on the small roads you never know what you get. Yeah. Sometimes it's horrible, yeah. You can't ride it. On the big roads you got traffic, but usually the pavement is good. Und so fahren wir langsam aber sicher Richtung Stadtrand. Er fährt ja in die gleiche Richtung wie ich zufälligerweise. Ich habe ihm mal gesagt, hey, ja, guck, ich will dahin. Und er hat gesagt, ja, komm, fährst du mit, ich zeig dir ein paar Wege. Und dann hat er mir diese Schleichwege hier durch das Gewerbegebiet gezeigt. Und jetzt fahren wir langsam Richtung Brücke. It's green. Are we going straight? Yeah, we're going straight over the bridge. Okay. Jetzt geht's besagte Brücke hinauf über die Sava, das ist der Fluss, der an Zagreb vorbeifließt. Da sage ich jetzt gleich noch was zu. So, wir überqueren die Sava. Sava River! Ja. Sava, ich bin mal unten durch. Fließt nach Belgrad in Serbien und mündet dort in die Donau. Etwas größerer Fluss hier. Aber wie gesagt, außerhalb von der Stadt. So, ich guck mal, wo der Kumpel sich noch hinführt.
beobachtet bei diesen Bussen. Wenn sie rechts abbiegen. Wir haben ein wenig einen toten Winkel. Wenn man es auf Ring gestartet wird. Ja, und da trennen sich unsere Wege auch schon wieder. Der Kruder fährt auf die Arbeit und ich fahre weiter Richtung Bosnien und ich habe mich über diesen kleinen Guide sehr gefreut. Ah, so einen kleinen Guide gehabt hier. Surprise Guide. Der Corona geht jetzt auf die Arbeit und ich düse hier weiter. Ah, das mit den Radwegen ist ja graus hier. Weißt du, hast halt immer diese Bordsteine. Du musst jedes Mal aus dem Sattel gehen, es ist jedes Mal hart, das Material wird belastet. Also die Radwege sind ziemlich übel hier, mit dem Rennrad nur schwer befahrbar. Okay. Ja, hier Zagreb Süd sozusagen. Sieht alles schon anders aus. Er hat gemeint, jetzt kommt der abenteuerliche Teil. Junge, Junge, Junge. Und da haben sich unsere Wege wieder getrennt. Ich fahre sofort alleine weiter. Der Kruner fährt zur Arbeit und ich düse Richtung Bosnien. Raus aus der Stadt. Ich habe jetzt die Stadtgrenze erreicht. Hier geht es nochmal unter der Autobahn durch. Und dann geht es raus in die Pannonische Tiefebene. Ja, ein paar Worte zu der heutigen Etappe. Unten links im Höhenprofil sehen wir, dass es erstmal eine ganze Weile lang flach bleibt. Hier die Pannonische Tiefebene, so heißt es. Pannonien war früher mal eine römische Provinz hier und nach der wurde dieses Flachland benannt, das ich hier jetzt durchqueren werde. Das bleibt die ersten 50, 60 Kilometer flach und dann komme ich so langsam in die nördlichen Ausläufer des Dinarischen Gebirges rein. Jetzt fahre ich erstmal aus dem Ballungsgebiet von Zagreb raus auf dieser großen Straße hier. Da habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, weil hier gibt es nicht so wirklich Alternativen. Radwege und so hast du nicht. Du darfst ja auch drauf fahren, das ist jetzt keine Schnellstraße. Das geht schon. Und der Berufsverkehr, der ist dann auch immer mehr so Richtung stadteinwärts unterwegs. Das heißt, stadtauswärts lässt es sich einigermaßen entspannt radeln hier. Jetzt komme ich durch diesen Vorort Velika Gorica durch. Das war noch so ein bisschen ein Gewühl. Da kommen mir einige Autos entgegen. Und ja, viel Verkehr erstmal noch auf den ersten Kilometern. Das wird dann aber zum Glück bald weniger. Oh, Leute, Leute, Leute. Die Straßen sind jetzt nicht mehr so schön zu radeln. Ja. Ja, viel Verkehr. Man wird eng überholt. Zumindest Abstand ist hier nicht. Und es schaut hier schon alles so anders aus, als jetzt nördlich von Zagreb. Das ist schon so richtig Balkan hier, ey. Und halt alles flach, ne? Nach vorne sehe ich keine Berge mehr. Pannonische Tiefebene ist das eben. Flachland. Kommst du gut voran. Und immerhin sind die gefahrenen Geschwindigkeiten auf diesen Straßen nicht ganz so hoch. Die fahren selten ihre 100. Die fahren mehr so 60, 70. Ich fahre meine 30. Na, passt es schon. Jetzt habe ich das Ballungsgebiet von Zagreb hinter mir gelassen und vor mir liegt das weite, flache Land. Es ist ein sonniger Morgen, die Temperatur ist wunderbar angenehm, es gibt ganz wenig Wind und die Straßen sind von guter Qualität. Das heißt, es ist Zeit, ein bisschen Kilometer zu schrubben und voranzukommen, weil heute ist auch wieder ein langer Tag und voller Ungewissenheiten. Ich fahre nach Bosnien rein, raus aus der EU und da weiß ich wirklich noch nicht, was mich da erwartet und wie ich da so vorankommen werde. Die Landschaft hier ist auch mal wieder ziemlich anders als gestern noch in Kroatien. Die Bebauung ist viel, viel weitläufiger. Die Dörfer sehen wieder anders aus. Die Straße, die ich hier fahre, ist groß und gerade, hat ganz wenig Kurven, kommst du gut voran. Also auf so einer Strecke unter den Bedingungen ist ein 30er Schnitt kein Thema. Ja, es läuft ja wie geschmiert hier, ey.
Wie auf Schienen gleitet man hier durch das Land. So eine Einöde hier, solche namenlosen Dörfer. Ich weiß auch nicht. Leckenick heißt das jetzt hier. Wunderbar, ich genieße es voll hier. Blicke schweifen lassen. Die ganzen Häuslicht, die es hier so gibt. Gärten sind alles so einzeln stehende Häuser. Ich bin mal jetzt gespannt auf den Verkehr, weil man muss dazu sagen, es gibt hier parallel dazu eine Autobahn. Eine neue. Aber die endet genau an dieser Stelle. Also man sieht hier rechts grün Autobahn Zagreb, aber sonst nichts. Das heißt, es ist das Autobahnende. Und ich sehe da vorne auch schon viel Verkehr auf die Straße einmünden. Also es wird ein bisschen beschäftigter jetzt, während ich diese Abzweigung passiere. Also man sieht hier schon viele Autos kommen, die halt alle nach Petrinja oder Sisak rollen. Beides Städte, die in meiner Richtung liegen. Ja, kommt schon ein bisschen was rein hier, ne? Ah, guck mal, wie das sich so verteilt und wie die Leute so fahren. Jo, die Autobahn endet und jetzt muss ich erstmal diesen Traktor überholen. Und da, wo keine Autobahn nebendran ist, da ist auf den Landstraßen immer ein bisschen mehr los. Hier so, auch hier ist aber nicht ganz so wild. Demnächst kommt eine Abzweigung zu einer größeren Stadt, die heißt Sisak. Und da wollen viele hinfahren und hinter der Abzweigung ist dann schon wieder bedeutend weniger los. Meine Route führt mich jetzt noch nach Petrinja. Das ist eine kroatische Kleinstadt hier. Und diese kleine Stadt habe ich nach diesem Schnitt auch schon fast erreicht. Man kann sie auf der Minimap unten rechts schon erkennen. Es geht jetzt über den Fluss Kupa drüber, nach links und dann in die Stadt rein. Und die Stadt hat eine schockierend bis spannende Geschichte für mich bereit. Dazu erzähle ich euch gleich noch was. Jetzt rolle ich hier erstmal rein in diese 25.000 Einwohner große Stadt, so muss ich das sagen. Und dann mache ich dort eine kleine Pause. Ich bin zwar noch nicht ganz so lang unterwegs wie an manchen Tagen, knapp über 50 Kilometer, aber ich habe irgendwie, manchmal fühle ich mich so, da brauche ich früher eine Pause. Und so auch heute und dann muss man die auch machen. So kommt es dazu. Ja, Petrinja, warum so interessant, warum so spannend? Die Stadt wurde Ende 2020 im Dezember von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht. Es hat richtig gekracht dort. Und da kamen auch Menschen ums Leben. Und schaut euch mal an, wie eine Stadt aussieht, ungefähr ein Jahr nach so einem verheerenden Erdbeben. Das ist richtig krass. Man sieht, die ganzen Häuser haben Risse und du darfst die halbe Stadt neu aufbauen. Aber schaut euch das mal an. Das ist vom Erdbeben. Der Riss in der Wand. Das ist von eben diesem Erdbeben letztes Jahr, Dezember. Krass, ey. Ja, wie man hier schön erkennen kann, wurde die Bausubstanz durch das Erdbeben massiv beschädigt. Mann, das ist schon echt übel. Hoffentlich kriegen die hier eine Menge Hilfsgeld und Unterstützung. Alter. Ich rolle hier gerade um den zentralen Platz in der Stadt herum und diese ganzen Häuser hier, die werden alle abgerissen, weil sie durch das Erdbeben so beschädigt wurden. Es ist wirklich heftig. Die halbe Stadt wird neu aufgebaut. Oder vielleicht sogar die ganze Stadt. So. Mein Lieber. Krass, ja auch überall. Ich meine, es ist ja jedes Gebäude dann, jedes, wenn es da gebebt hat, jedes Gebäude muss überprüft werden. Beurteilt werden, ob es noch ob stehen gelassen werden kann oder nicht. Wenn es da so Risse durchgezogen hat. Wie man gerade gesehen hat, ne, dann kannst du das vergessen. Das ist schon heftig, wenn man mal sieht mit eigenen Augen, was so eine Stadt nach einem Erdbeben alles noch durchmachen und wieder aufbauen muss. Das ist echt nicht ohne. So, ich rolle jetzt hier gerade raus zum Lidl und hole mir was zu futtern
und dann fahre ich wieder zurück auf den zentralen Stadtplatz, zeige euch, wie ich Pause mache und dann endet auch diese Folge. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann wieder. Servus! Hier ist der Grund, warum ich immer zum Lidl gehe. Backwarenabteilung. Das ist der Hammer. So. Ich habe mich für Cocta entschieden. Fast wie so eine Cola, aber es schmeckt sehr pflanzlich. Schmeckt gut, schmeckt mir gut. Und Börek mit Käse. Noch so ein, ja, weiß ich nicht, und ein Snickers-Donut. So, weiß nicht, Kürbiskernbrötchen oder Semmel oder was auch immer. Bin jetzt wieder in dem Park von Pedrinha, hier im Zentrum der Stadt. Und chill mal ein bisschen. So, Pause fertig, weiter geht's. Jetzt geht's Richtung Grenze Bosnien. Schön ist ja, dass es immerhin die Kirche überlebt hat, das Erdbeben. Glaube ich. Hier auch überall, ja, gerade da links, die Risse in dem Gebäude, echt Hammer. Echt heftig, habe ich noch nie gesehen. Und damit haben wir das Ende der Folge erreicht. Wie es nach der Pause weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich über Abos und Likes. Bis zum nächsten Mal, euer Alex von Rennradreisen. Tschüssi.